Moin ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Vlog. Ja, nicht wundern, ich habe gestern vergessen Tschüss zu sagen, deswegen habe ich das jetzt gedreht, deswegen war das jetzt gerade so mega lustig. Ja, wenn ihr wissen wollt, warum ich so lustig bin, dann müsst ihr euch den gestrigen Vlog anschauen, oder ihr habt ihn vielleicht schon gesehen. Ja, wir sind jetzt gerade auf dem Weg, es geht... Wir sind gerade auf dem Weg zum Frauenarzt, zum letzten Frauenarzttermin. Oh mein Gott, könnt ihr euch vorstellen? Letzter Termin, Schatz, und dann kommt das Baby. Dann habe ich nur mehr Krankenhaustermine. Also diese Woche habe ich Frauenarzt und nächste Woche habe ich dann mein erstes CTG im Krankenhaus. Wann heute? Nächste Woche. Ja, ich freue mich schon. Auf jeden Fall, ja, wir haben ein bisschen Baby anschauen und bin ich ganz gespannt, ob man noch ein schönes Foto bekommt, weil das ist immer ganz schwierig. Ne? Gegen Ende kriegt man ja fast keine Fotos mehr, also keine schönen mehr, weil das Baby dann schon so groß ist und man es nicht mehr so richtig einfangen kann. Aber ja, na gut, wir fahren jetzt mal und wir melden uns dann später. Wir sind wieder zu Hause, ist schon ein bisschen länger. Ich habe nur eine wichtige E-Mail von der Druckerei bekommen und musste das schnell zu Hause ändern. Für den Mamaplaner, für den Mambosplaner, der ja jetzt im Druck ist und oh mein Gott, es ist unglaublich. Also ich habe es geschafft. Gestern haben wir den wirklich fertiggestellt in voller Eile noch. Ja, Frauenarzttermin war wirklich super. Wir haben sogar noch ein richtig, richtig tolles Bild bekommen, was ich nicht gedacht hätte. Schaut mal, unser Baby. Wir haben ihm sogar beim Schlucken so geschaut, wie er so den Mund aufgemacht hat und zeitweise ein paar Wasserschlücke genommen hat. Das war wirklich schön. Und der Papa war auch da. Auf jeden Fall, jetzt haben wir die Mädels auch vom Kindergarten geholt. Und ich habe mich schnell an den Computer hergeschmissen und das für die Druckerei noch fertig gemacht. Und der Papa, der zieht sich gerade an, weil der muss schon wieder zur Physio. Heute hat er, glaube ich, seinen vorvorletzten Termin, glaube ich. Sporthose, ja? Ich glaube, hab's irgendwo gesehen. Moment, der Papa sucht das. Ich habe sie irgendwo auf der Couch gesehen. Hast du gefunden? Oh. Okay. Papa ist ja noch ohne Hose. Ziehst du mal endlich die Sporthose an? So. Was ist denn? So. Und wie ihr seht, außer dass er bei einer hübschen Sporthose und herum, unser Wäscheberg ist mal wieder am florieren. Wird immer größer. Obwohl wir gefühlt vor ein paar Tagen Wäsche gefalten haben. Die Luisi! Unser Wohnzimmer schaut hübsch aus. Heute müssen wir wieder einen Wäschetag einlegen, oder? Hilfst du mit, Luisa? Machen wir Wäsche? Nicht, gell? Ja, würde ich auch nicht. Na komm, hast du schon fertig gegessen? Bist du fertig? Okay. Magst du malen? Mach. Mit Wasser. Mit Wasser. Oh. Wasser. Na komm. Schaut euch mal Papas knackiges Outfit an. Es ist Sommer. Es ist Sommer. Ja, viel Spaß. Später. Tschüss. So, die kleinen Mädels haben es gegessen und wollten jetzt Wasserfarben malen. So, alles sind so. Ja, ein paar sind rausgefallen. Dann nimmst du Blätter. Lara, setzt du dich auf deinen Platz? Ich nehme Blätter. Was ist mein Blätter? Will das da? Ich habe ihnen letztens... Will das da? Es wird hart. Ja, du musst ihn in Wasser eintunken. Dann wird er wieder... Luisa, da, Blatt. Ciao. Ja, natürlich, aber du musst erst den Pinsel nass machen. Wir haben letztens beim Ikea diese dicken Pinsel gekauft. Ida, du musst du machen. Genau, und dann in die Farben. Aber die Lara hat gar keine Farben. Weißt du, was das Problem ist? Du bist Linkshänder und die Luisa ist Rechtshänder und ihr sitzt quasi verkehrt. Du musst mehr Farbe nehmen, Hase. Mehr, schau. So. Du musst den Pinsel ganz, ganz lange da rein tunken. Bis er richtig viel Farbe aufgenommen hat. Genau! Die Luisa malt noch nicht mit deinem Ziel wie du, Schatz, weißt du? Du bist ja schon eine Große, du malst ja schon. Was Bestimmtes, oder? Nein, noch nicht.
als ich 4 war. Wenn du wieder 4 bist, mag ich auch ein bisschen. Wahrscheinlich. Jedenfalls. Weißt du, ich überlege gerade, ob ich euch eine Unterlage geben soll. Lara, warte nicht so auf den Tisch herumkritzen. Hey, wartet kurz. Weil diese Wasserfarben habe ich letztens so schwer rausgekriegt. Ja, warte kurz. Also ich habe jetzt einfach so einen gelben Sack auf links gedreht und den als Tischunterlage, weil du musst ja erst deinen Pinsel gut waschen. Ich gebe euch gleich ein Malfetzel. Okay? So, passt. Mädels sind glücklich. Sehr schön, Luisa. Das Witzige ist ja nämlich bei diesen Malfarben, also bei diesen Wasserfarben, die habe ich letztens so schwer aus dem Tisch rausbekommen, als die Mädels drüber gemalt haben. Ich bin da verwöhnt von der Acrylfarbe. Ja? Ja, nimm einfach einen dünnen Pinsel. Weil die Acrylfarbe, die ging so schnell raus vom Tisch. Also das konnte man nur schnell abwischen. Aber diese Wasserfarben, weiß auch nicht, was die für Pigmente haben. Aber die habe ich nicht rausbekommen. Sicher. Eine Nase gegessen. Hey, ist das rot oder ist das rot? Ist das rot? Habe ich Nase geschnappt. Das ist meine Nase geschnappt? Mama, das Weiße ist das die Matratze. Wow. Anni auch. Ich will alles nachmal. Mal halt auch. Mal zuerst mit Blau weiter. Sie macht das gleiche Mal, was ich mache. Ja, du bist ihre große Schwester und sie liebt dich und sie will alles so haben wie du. Bitteschön. Schau in die Kamera, schau. Na gut, ich muss ein bisschen was arbeiten. Ich muss noch ein Thumbnail fertig machen. Und dann machen wir den Pizzateig. Wir hören jetzt nämlich zum Schlafen gehen in meine Toni-Box. Und die Lara und die Luisa lieben Conny. Und Conny hat gestern Pizza gebacken. Ja, das Windel gewechselt. Und deswegen ist heute der Wunsch geäußert worden, dass sie auch wie Conny Pizza backen wollen. Oder? Und deswegen müssen wir jetzt gleich den Teig mal machen, damit wir am Abend dann Pizza essen können. So, meine Lieben, wir werden jetzt... Was machen wir jetzt, Luisa? Ey! Was machen wir? Pizza backen, yay! Was ich brauche, das Rezept. So, setz dich hin. Also, was machen wir als erstes rein? Ich würde sagen, das Mehl. Das Mehl als allererstes. Kann ich das machen? Das du machst, ja, was willst du machen? Das Mehl? Okay. Tun wir mal den Waage einschalten. Hier, genau. Dann kommt das Ding darauf. Wo steht der Gramm, oder? Ja. Wir schütten es zusammen rein, okay? Wir brauchen 565. Was? Du kannst auch mit uns zusammenschütten. Genau, das ist meine Angst. So, da haltest du auch. Daran nicht anlehnen an diese Waage. So, jetzt. Bei alles reinschütten. Nur das Ganze? Ja. So, da tun wir auch noch ein bisschen was rein, ja? Ja, kann ich oder wieder? Zusammen. Okay. Und dann mit dem Löffel. Na, machen wir mit der Hand, bitte kurz. Bitte aufpassen, Lisa. Oh, Entschuldigung. Macht nichts. Ich bin kurz vorm Ausflippen. So. Warte. Okay. Backen Pizza. So, ich mach das jetzt alleine rein, weil ihr tut da immer. Im Auge. Was ist im Auge? Auge. Ihr dürft andere Sachen reingeben, okay? Etwas, was nicht umstürzen kann.
So. Dann mache ich das. Den Rest. Dann mache ich das. Okay, okay. So, Lara, ich habe es aufgeschnitten. Kannst du es jetzt reinschneiden? Ja. Super, ja? Wieder, warte, nicht das Ganze. Nur einen Löffel. Darf die Lara einen Esslöffel Salz machen und die Lisa macht dann das Wasser. Ja! So, Lara, ein Esslöffel, ja? Gleich. Mehr, einen ganzen Vollen. Ja. Jetzt ist die Lisa dran, Wasser rein, aber langsam, ja? Und du leerst es dann rein, ja? Rein. Super, jetzt nochmal die Lara. Und? Nochmal einen Löffel. Gerade, Lara? Genau. Super. Fertig. Jetzt tun wir unser Teig verrühren. Mit was denn? Mit der Maschine. Mit deinem Teil machen? Ja. Dann bin ich schon. Bisschen Tomatensauce drauf und jetzt müsst ihr es dann verschmieren, gell? Okay. Ja, dann müssen wir Ketchup aus. Ja, das sind passierte Tomaten. So? Und jetzt alles? Genau, Lisa auch, ja? Halt den Löffel so. Und wenn ihr noch mehr braucht, überall soll Soße sein, ja? Lara, da ist im Löffel jetzt auch bei dir ein bisschen was, schützt es aus. Genau. Lara, was willst du auf deiner Pizza haben? Salami und Käse. Geht noch ein Salami? Sicher, bitte schön. Ja, mach wieder. Ich mach rundherum. Ja. Super, Luisa. Super, Lara. Ich mach die Augen dran noch. Leg lieber überall. Da. Hier noch backen. Ey! Haben wir gar keine Salami mehr bereit? Schau dir das nachher. Wie siehst du das machen? Es ist viele, Mama! Aber du musst doch überall. So, wir tun jetzt eure Pizza rein, ja? Fertig? Ja. Bist du auch fertig? Ich will noch. Schau mal. Warte. Hier noch ein bisschen. Hier. Das ist schon genug. So, gut. Baba, kannst du das in reinschieben? Also wie man sieht, es ist Obst im Haus, ja? Aha. Und was ist das für ein Obstart? Das ist Bauchfleischobst aus Bauchfleischbaum. Alles klar.
Ja, wie ihr seht, Papas Pizza ist speckig. Wie man sieht, es ist Obst im Haus. Also, ja, und ich hatte keine Salami mehr, weil die Kinder einfach alles weggeballert haben. Deswegen blieben mir so nur Speck. Und die Emmy, die will auch ein bisschen Speck. Die Pizzen der Mädels, der Kleinen, sind schon fertig. Digga, wo ist meine Pizza? Hat er gesagt? Ja. Miau Pizza, mehr, wo ist meine Pizza? So, ich glaube, die Mädels können wir eigentlich zum Essen rufen, oder? Die Kleinen? Ja. Aber warte, Kinder! Wir müssen raufräumen. Kinder essen! Ja, meine Lieben, ich wollte mich noch mal kurz melden. Ich glaube, ohne Laptop würde man mich nicht mehr erkennen. Ich bin in letzter Zeit einfach nur mehr hier gefangen. Ja, ich muss jetzt noch ein bisschen was fertigstellen, weil damit, also der Planer ist ja jetzt ganz offiziell bei der Druckerei. Das Einzige ist, ich muss natürlich noch den Planer auch auf die Webseite stellen, also auf eben meinen Online-Shop. Ich muss immer aufstoßen, das ist zu die Schwangerschaft, sorry. Der Planer muss ja auch in den Online-Shop und das bedarf natürlich auch einiger Arbeitsschritte, die man ja nicht sieht, so als Normalmensch, sag ich mal. Aber das sind so viele kleine Sachen, die auch viel Zeit fressen. Und natürlich muss ich die ja auch machen. Und ich hoffe, dass ich das alles schaffe. Und also so schnell schaffe, damit ich es endlich von mir habe. Weil danach, wenn alles fertig ist, dann ist es so eine fließende Arbeit. Und jo. Und die Mäuse spielen gerade mit dem Hüpfball. Zeig sie mal. Kommt her. Hopsi, mopsi, hopsi, mopsi, hopsi, mopsi. Also einmal die Luisa auf der Kuh und einmal die Lara auf dem Ball. Ja, Lara, ich grüße dich. Boah, das ist cool, oder? Ja, und da heute jetzt eigentlich hier nichts mehr Großartiges hier bei uns passieren wird, werde ich mich jetzt auch vom Vlog verabschieden. Bald müssen wir eh schon die Mädels ins Bett bringen. Es ist jetzt 7 Uhr. So um 8 Uhr mache ich sie dann langsam fertig. Zähne putzen und es funktioniert mit Schlafen gehen echt wirklich toll. Also die Mädels bringen mich ins Bett. Wir haben so eine Abendroutine, dass wir entweder ein Buch schauen oder wir schauen nochmal ein bisschen Donald Duck. Also so ganz alte Disney-Folgen, die so 2 Minuten dauern. Dann schauen wir so 2 davon, 2 bis 3, so 6 Minuten. Danach kuschel ich mich zu Luisa ins Bett und wir hören uns noch eine Toni-Figur an. Meistens so Conny, also so einfache Sachen, die auch Dreijährige gern hören. Und danach sage ich euch, die Dennis sind sie weg, die Mäuse. Gestern bin ich auch mit eingeschlafen. Aber sonst, ja, geht es wirklich super gut. Und ich kann auch gehen, wenn die Luisa noch so im Halbschlaf ist, da kann ich auch schon das Zimmer verlassen, das stört sie nicht. Wenn sie weiß, ja, sie hat ja die Lara auch da, also das ist wirklich, kann ich mich nicht beschweren. Ich hoffe, das bleibt so. Na gut. Gute Nacht und bis morgen.